Herzlich willkommen, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Herzlich willkommen zum Challenge Sunday. Wir starten heute mit der neuen bzw. alten Challenge Beans durch, denn die steht auf der Liste ganz oben als noch nicht erledigt und wir starten durch. 99 Bomben und das ist unsere primäre Angriffsressource und die Bohne, die hier. Einzig und allein das. Ich bin sehr gespannt. Wow. Man, die lädt auch wieder auf. Das ist... Und auch auf Kontakt. Ich will jetzt noch keine Bombe verschwenden. Die können wir alle noch brauchen. Wir müssen zwar nur Mom töten, aber das alleine ist schon nicht ohne. Okay, wir haben hundertprozentig irgendwo Secret Rooms. Gut, dass sie keinen Schaden machen, sondern mich nur rumschubsen. So, ihr zwei Kacke kaufen. Könnt ihr bitte mal wieder zusammenkommen? Ich würde euch gerne beide gleichzeitig töten. Na komm. Na komm. In die andere Richtung. Noch weiter in die andere Richtung. Ja, oder geht alle dann oben? Jetzt geh weg. So. Okay. Ah, hier ist das halbe Herz, das uns fehlt. Sehr gut. Jetzt die Frage Secret Rooms. Einzig und allein neben hier oben könnte er sein. Okay. Wir kriegen einen Schlüssel. Und zwei Münzen. Nehmen wir. Jetzt noch die Frage, wo ist der Super Secret Room? Der kann eigentlich nur an drei Orten sein. Einerseits relativ nah beim Bossraum ist immer wahrscheinlicher, habe ich so das Gefühl. Also entweder hier oder hier. Ja, genau. Oh, wir haben nur zwei getroffen. Das ist nicht gut. Warum sterben die nicht? Ich sehe, wo ihr seid. Okay. Na, komm her. Los. Danke. Okay. Eine Ansys-Rune. Eine Yera-Rune. Eine Elgis-Rune. Eine Haganas. Und noch eine Yera. Da können wir auf jeden Fall das hier machen. Einfach weil wir es können und die Münze duplizieren. Hätte ich nochmal machen sollen, weil wir die Yera nicht mitnehmen. Ich meine, Ansys bringt uns nicht viel, außer dass wir wissen, dass da der Shop drin ist. Richtig krass. Eigentlich würde ich gerne eine Elgis-Rune mitnehmen. Einfach, um vielleicht tatsächlich im Marmfight eine Minute so oder so, wie auch immer, wie lange die hält, einfach keinen Schaden zu kriegen. Das halte ich für sinnvoll. Gucken mal. Famine. Erstmal zu nah reingegangen. Sehr gut. Da werden wir natürlich gern. Nein. Okay, trotzdem getroffen. Jetzt. Ist aber nicht schlecht, so. Jetzt müssen wir nur noch nah rankommen. Das sollte hoffentlich reichen. Jawohl. Wir kriegen den Ball of Bandages. Das ist natürlich perfekt. Das heißt, wir haben Defense. Defense ist wirklich gut. Vor allem in so einer Challenge, wo wir uns eigentlich praktisch nicht wehren können. Das heißt, das wird jetzt auch im Nahkampf einfach Schaden machen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. So, die Elgis-Rune, wie gesagt, nehmen wir mit. Und dann geht's eins runter. In Cella 2. Wir haben auch nur knappe 4 Minuten. Oh Gott. 4 Minuten gebraucht. Okay, das... Ich bin ein Idiot. Ich hätte es mit dem Ball of Bandages machen können. Aber glücklicherweise haben wir ja ein paar Bomben. Von daher ist das nicht so gravierend. So. Es geht einfach schneller und effektiver.
bei kleinen Gegnern. Ich weiß nicht, wie viel die weg... Ja, okay, die tanken ja auch gar nichts weg. Dann geht das natürlich auch so ganz gut. 4 Münzen. Nehmen wir natürlich mit. Die Reroll-Machine ist wieder komplett für die Cuts gefühlt. Ich habe keine Ahnung, was die in einem solchen Raum bringen sollte. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, das war total für die Cuts. Mal wieder. Okay. Aber jetzt lohnt sich das Ganze jetzt hier unten. Gut, dass wir es liegen gelassen haben. Ich habe leider nur einen erwischt, das war jetzt nicht so gut. Los, dreh dich, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Okay. Okay. Soweit, so gut. Haben wir irgendwo einen Tinted Rock? Hier sind so viele Steine. Und kein einziger Tinted Rock. Das ist natürlich wieder sehr geil. Und mit 12 Münzen würde ich fast tatsächlich schon riskieren, in den Shop zu schauen. Ich meine, wir haben ja auch nur so ein paar Möglichkeiten für den Secret Room. Wie zum Beispiel hier. Wo dann 2 Münzen drin sind. Jetzt haben wir schon 14. Und Friends till the end. Was auch ganz gut ist. Okay, hier ist der Bossraum. Und hier sind potenziell noch Münzen. Okay, nur Spinnen. Das war natürlich super. Ansonsten haben wir auch keinen Tinted Rock hier. Das ist wieder... Mann! Ein paar Herzen wären halt schon geil. Jetzt halt doch die Frage, ist hier der Super Secret Room? Nein. Das heißt, er muss... oben bei dem 3-Block großen Raum sein. Oder hier links. Okay, er ist oben. Andere Möglichkeiten gibt's nicht. Und hier gibt's auch nur diese eine. Okay, ein Blackheart. Das kann sich schon gelohnt haben. Vor allem, weil wir jetzt in einen kleinen Bossraum kommen. Das heißt, das wird wieder sehr eng mit Pin. Ah, shit. Au. Wow! Super! Ein Item, was absolut unnütz ist in dieser Challenge. Das tolle Foto. Tears in Shot Speedup. Gut, dass wir auch weinen können. Super. Okay, wir haben alle Challenge Room, alle Secret Rooms. Wir hätten Arcade. Wir haben 14 Münzen. Wir hätten Arcade. So, vielleicht wäre es tatsächlich klug zu gamblen, ob wir vielleicht ein paar Pretty Flies kriegen. An einem Automat, der nicht vorhanden ist. Okay, dann vielleicht kriegen wir Fly Love. Vielleicht kriegen wir aber auch nichts. Das ist jetzt Risiko. Aber wenn wir Fly Love kriegen, dann sind wir zumindest die Fliegen los. Und das wäre halt schon alleine ganz geil. Und mit den Herzen können wir uns wieder schön Münzen erspielen. Das ist okay. Oder sie dem... Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Herzen. Wir haben da oben rechts ja so einen kleinen Teufelsjungen. Das wäre ganz geil. Und da war Skatol drin. Leider haben wir es nicht gekriegt. Aber ich hätte echt nichts gegen weitere Herzen. Sei so geizig. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Nice, war auf der letzten Ebene. Ah, ich dachte gerade, wenn wir die zweite Elches-Rune noch hätten. Ob wir vielleicht Herzen spenden können, ohne Schaden zu kriegen mit dem Ding? Dann könnten wir uns nämlich auch ziemlich viel Geld erfarmen. Na, gucken wir mal. Credit Cards. Okay. Und
Die Ceremonial Robes. Ist okay. Vielen Dank. So, Credit Card. Ich würde ganz gerne, ganz kurz, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, die haben wir zum ersten Mal so richtig aktiv im Einsatz jetzt. Ich würde gerne zum Shop gehen und die da drin einsetzen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Wir verschwenden einen Schlüssel dafür. Credit Card. Es ist alles kostenlos. Krass. Convert your soul. Damit können wir uns Herzcontainer generieren. Pro 2 Soul Hearts. Das ist schon okay. Nehme ich auch lieber mit als die Black Hearts tatsächlich. Einfach aus dem Grund, dass wir sie wieder füllen können mit einem Drop, der wahrscheinlicher ist. Die Red Hearts sind halt viel wahrscheinlicher als die Black und sonstiges. Die Black Hearts und Soul Hearts. Das war jetzt schon geil. Okay, wir haben alles im Shop kostenlos gekriegt. Das kann man schon mal machen. Na komm. Fly Love wäre super. Ich weiß, das zieht sich jetzt wieder ein bisschen. Aber lieber machen wir es in Ruhe und nehmen alles mit. Ihr wisst das Prozedere. Und schaffen es dafür am Ende auch. Komm schon, ein paar Münzen haben wir ja noch. Ah, da wäre es wieder drin gewesen. Jetzt wären wir wieder im Game gewesen. Jetzt kriegen wir wieder nur Bomben potenziell raus. Aber auch, wir haben einfach keinen Luck. Kann das sein? Ne, wir haben absolut keinen Luck. Deswegen wird das hier so schwierig. Aber ich nehme auch Herzen. Herzen sind wieder mehrere Versuche, wenn wir unten bisschen Blut spenden. Dann kannst du mir auch direkt mehr Münzen geben. Habe ich auch kein Problem mit. Okay. Das heißt, du bist dran. Vielen Dank. 2 Münzen, komm. Tu mir den Gefallen. Das sind wirklich die letzten Ersparnisse, die ich habe. Tu mir jetzt bitte den Gefallen. Oh Mann, das war so knapp. Ja, damit haben wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir nehmen 3 Münzen für den nächsten Shop mit und gucken hier noch kurz rein, weil wir zu viel Leben haben. Und wir kriegen eine weitere Rune. Ist es eine Elches Rune? Es ist eine Ansys Rune. Die wir nicht mitnehmen können. Achso, das Feuer hat uns getroffen. Ich wollte gerade fragen, warum zur Hölle haben wir Schaden gekriegt, aber hat sich erledigt, habe ich nur nicht gesehen. Ja, dann nehmen wir hier das Herz noch mit, haben 3,5 Herzen von 5. Also ein halbes mehr, als wir zu Beginn dieser Aktion hatten und sind jetzt in Catacombs 2 und wissen dank der Map, dass wir rechts nicht hingehen brauchen. Oh wow, das war super. Das war total schlau. Ich habe original ganz kurz gedacht, das ist ein Skelett und ich muss ganz, ganz schnell weg und es rennt mir schneller hinterher. Aber dem war nicht so. Das war total klug. Na, jetzt komm. Ich treffe nicht beide auf einmal, oder? Dann lieber... Dann lieber so. Pisser. Noch eine Bombe lege ich dir nicht vor die Füße. Okay. Die Bombe kriegen wir wenigstens wieder zurück. Oh mein Gott. Okay, das ging glücklicherweise schneller als gedacht. Das hätte jetzt ein ewiger Raum werden können. Dann hast du doch dank der Curse of Darkness sehen wir jetzt natürlich wieder ganz außerordentlich viel.
Und hier könnte jeder Stein theoretisch ein Zinterdrock sein. Aber ganz ehrlich, da wir so viele Pilze hier haben, würde ich gerne probieren. Ich meine, ein paar Bomben haben wir ja. Explosive Diaries ist das Beste, was uns jetzt passieren hätte können. Ich habe leider nicht alle erwischt. Die Bomben sich natürlich wieder gegenseitig weggeschoben haben. So, hier unten riskieren wir es jetzt nochmal. Es könnte halt sein, dass hier der Magic Mushroom drin ist als Item oder der, oder sowas dergleichen. Oder Liberty Cap zum Beispiel. Oh, ich diese Spinne hasse. Na? 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 Was ist los mit euch? Oh, so, kurz niesen müssen, sorry. Wieso bin ich eigentlich nach oben gegangen? Das war eigentlich total unklug. Ah, oh, nochmal niesen müssen. Was ist denn heute los? So. Ein Button. Ein Herz. Vielen, vielen Dank. Dann gucken wir auf Restock. Das wäre eigentlich auch sehr interessant. Aber ich glaube nicht, dass wir so viele Münzen kriegen, dass sich das lohnen wird. Was ich aber mitnehmen werde, ist das hier und tschüss. Okay. Oh nein, ich habe die Spinne nicht gesehen. Okay. Haben wir hier einen Tinted Rock? Nicht, dass ich sehen würde. Nein. Okay. Ja, auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall. Ein paar Münzen. Kann sich lohnen. Ich habe mich selbst getroffen. Das war außerordentlich klug. Geil. Okay. So, die können wir kombinieren. Richtig. Jawohl. Extension Cord. Das führt auch zu unserem Orbital. Okay. Ja, wer weiß, wir behalten das mal. Es könnte gut werden. Vielleicht macht unser Ball of Bandages dann noch mehr Schaden. Das wäre auch ganz geil. Okay. Also, Bossraum. Ich glaube, nein, Moment, Moment. Wir haben noch ein paar Secret Rooms, wie hier zum Beispiel. Nicht hier. Dann hier zum Beispiel. Wow. Wow, krass. Das hat sich ja richtig gelohnt. Das hat sich ja... Wow. Ich bin begeistert. Okay, ich nehme alles zurück, was ich anfänglich sagen wollte. Ich bin wirklich begeistert. Vielleicht kriegen wir noch ein viertes Soul Heart. Ja. Okay, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen gewappneter für den Boss. Jetzt mal wieder ein bisschen Leben. The Hollow. Das ist natürlich auch ein perfekter Boss für unsere Situation. Das war nämlich ein Angriff perfekt. Und wir kriegen noch Moldy Bread, den Midnight Snack und damit eine HP ab. Was ich absolut zu schätzen weiß, weil uns letzte Woche einfach das Leben ausgegangen ist. Und das sieht heute einfach aktuell ein bisschen besser aus. Wir haben 4 Soul Hearts, 5 von 6 Herzcontainer gefüllt und jetzt sehen wir endlich wieder was. Und ich hätte hier gar nicht reingehen müssen. Das war total uncool. Jetzt hau doch nicht ab, Mann! So. Egal, hat nur ein paar Dinge gekostet und hat uns dafür 2 Herzen gebracht, die ich auch hier in dem Raum liegen lasse, damit wir die Elches-Rune auf jeden Fall nicht aus Versehen vergessen. Okay, 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 die Bienen alleine. Hat sogar gereicht. Okay, die war verschwendet, die Bombe. Wir kriegen sie auch nicht postmitten zurück. The High Priestess. Mother is watching you. Okay. Schon, komm schon, komm schon. Okay. Evas können wir droppen. Vielleicht kriegen wir
den... Ach, nein. Ach, oh Gott, Gott sei Dank. Den Gang in den Black Market, wollte ich sagen. Hier sind auf jeden Fall wieder Herzen. Für Bomben können wir uns hier Herzen eintauschen. Okay, wir müssen hier hinter. Wir müssen... auch zu dem Portal. So, und den Rest, den können wir jetzt auch mit dem... Ball of Bandages machen, eigentlich. Den benutze ich viel zu selten. Ich vergesse den die ganze Zeit als Angriffs-Item. Das ist eigentlich total nützlich. Wie auch hier zum Beispiel. Können wir die Skelette potenziell direkt wegmachen. Au. Okay. Okay, das war nicht so gut. Tinted Rock. Hier ist wieder kein Tinted Rock. Euer Ernst. Jetzt haben wir schon so viele Räume mit so vielen Items, mit so vielen Steinen gefunden. Und nirgends ist dieser dumme Rock dabei. Das war richtig, richtig klug. Ach man, ich bin im Fucklauf hängen geblieben. Okay, halb so wild. Ist hier nur unser Leben, was ich gerade rausballer. Okay, das war in Ordnung. Geh weg. Ich habe mich selbst in eine Zwickmühle gebracht. Das war nicht so gut. Was haben wir hier? Two of Clubs. Okay. Die können wir tatsächlich am Ende der Ebene droppen. Dann kriegen wir auf jeden Fall genügend Bomben mit zum Arm, dass wir da Bomben spammen können. So. Oh nein, lass das doch! Kack Champion-Form, nee. Aber wir müssen hier durch. Das hilft ja nichts. Alter, wie ich solche Räume liebe. Das ist gerade noch mal so gut gegangen. Okay. Gut, also ich sehe einen sehr wahrscheinlichen Secret Room Spot und zwar genau hier. Ich sehe einen zweiten sehr wahrscheinlichen Secret Room Spot und zwar genau hier. Okay. Und wir kriegen Bomben. Yay! Was war hier gleich? Genau, die High Priestess. Also wir holen uns jetzt auf jeden Fall hier die zwei Herzen. Sind voll. Und begeben uns nochmal ganz kurz in den Shop. Setzen die Two of Clubs Karte ein. So. Zack. Haben wieder 99 Bomben und können damit jetzt in den Bosskampf und in die letzten zwei Ebenen starten. The Stain. Okay, das war richtig gut gespielt. Ich muss den jetzt wegtanken. Das führt jetzt zu nichts. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben sogar ein Herz mehr gekriegt. Und sind arschlangsam. Kacke. So schlau war das gar nicht. Aber ich fürchte, wir hatten keine andere Wahl. Ich meine, das sind unsere einzigen Jobs. Wir müssen da eigentlich schon zuschlagen. Aber die hätte ich eigentlich schon liegen lassen können. Naja, sind wir ein bisschen langsamer. Und haben fast kein Leben. Wir haben oben noch ein paar Herzen. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit.
Ich meine, wir müssen nur die nächste Ebene bestehen. Den Bosskampf von Mom, dafür haben wir die Elches-Rune. Dafür nehmen wir die ja mit. So, hier haben wir bestimmt auch noch ein Herz, das wir kaufen können. Jawohl. Das Soulheart wäre zwar schön, aber ganz ehrlich, das ist Luxus. Erstmal würde ich gerne... Ah, hier haben wir auch noch ein... Ich hätte das Soulheart holen sollen. Die habe ich ganz vergessen. Okay, zwei Bomben getauscht für volles Leben ist okay. Unter Anbetracht dessen hätte ich natürlich das Soulheart nehmen sollen. Aber die habe ich komplett ausgeblendet gehabt, dass wir die noch haben. Das Rainbow-Häufchen. So, dann gehen wir einen runter und kommen in die Vorebene von Mom. Und zwar in Dank Depth 1. Und das ist so unklug. Ich habe es gerade auf der Karte gesehen, aber okay. Weißt du, unser dummer Ball of Benches könnte sich ja auch ein bisschen schneller drehen. Okay, rechts ist nix. Was musst du jetzt ausgerechnet du, hä? Ah, okay, ich kann dir die vergiften, wenn du nicht offen bist. Okay, auch in Ordnung. Dann halt so. Ey, die Gegner werden nur nerviger auf tieferen Ebenen, ey, ohne Witz. Ja, der Bossraum ist safe, nicht rechts oder links, also gehen wir natürlich nach unten. Ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, hoffe ich, weil ich werde hier keine Bombe verschwenden. Die werden schön jetzt dann gleich alle gemeinsam explodieren. Fast alle gemeinsam. Okay, wir könnten einfach durchgehen. Nein. Den nehme ich jetzt schon noch mit. Und zwar... Ich wollte ihn nur anfragen! Ich wollte ihn nur anfragen! Aber wir haben zwei Herzen dafür gekriegt. Das ist gut. Ich war doch gar nicht in dem Kackstrahl drin. Wirklich nicht. Okay, damit lohnen sich die zwei Herzen schon. Nehmen wir mit. Okay. Okay. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Ich muss darauf hoffen, dass der Concussion-Effekt so viel Schaden macht, dass die alle sterben. Anderweitig hätte es nicht geklappt. Toll, super. Man stellt sich mal vor, man hat jetzt schon alle Bomben rausgehauen. Das wäre nicht mehr, hätte nicht mehr funktioniert. So. Chaos. Und Soulheart. Ich bleib beim Soulheart. Leben ist wichtig in dieser Challenge. Leben ist sehr wichtig in dieser Challenge. Ach, komm schon. Hier. Komm. Lauf in dein Verderben. So. Bossraum. Hilft ja nichts. Wir müssen... Sister Viz. Okay, wir haben immerhin beide kurz gekriegt. Und hier müssen wir auf jeden Fall mit Bomben arbeiten. Was? Original etwas zu nah. Okay. Das Herz haben wir gekriegt. HP ab und wir sind voll geheilt. Das ist gut. Und damit geht's runter in die nächste Ebene. Wir hätten auch mehr die. Aber ganz ehrlich, wir sparen die Bomben auf. Auch wenn es nur zwei oder drei wären. Für einen Secret Room. Oh. Du willst also eine zweite Chance, Kollege?
Ich gebe dir eine zweite Chance, aber nur, wenn du mir das gibst, was ich will. Das ist gut. Die nehme ich sehr gerne. Die eher nicht so. Du wolltest doch die zweite Chance. Dann gib mir, was ich will. Und zwar jetzt. Oh. Okay. Dankeschön. Hat er sich verdient. Hat er sich verdient. Ach, komm schon. Deswegen bin ich vorher extra ausgewichen. Ich dachte, jetzt spawnen wieder beide nur. So, au, Mann. Ah, Mann. Ah. Nervige Scheiße hier. Was des Wortes. Beweg dich bitte nicht so viel. Boah, okay. Oh, der Wasserraum ist ja ganz oben wahrscheinlich. Kleinen Augenblick. Ich habe eventuellerweise vergessen, mein Smartphone auf lautlos zu stellen. Nicht, dass wir jetzt mit Nachrichten zugespammt werden. So. Passiert dann auch den Profis im Let's Play-Geschäft. Hahaha. Nein, das bin ich definitiv nicht. Two of Diamonds. Two of Diamonds können wir eigentlich direkt mitnehmen. 22 Münzen reicht für den letzten Shop auf alle Fälle. Okay. Ich hab's befürchtet, ich hab's befürchtet. Cherryo, okay. Sobald wir am Bossraum angekommen sind, haben wir Resistance. Das war saugut. So viel weggeholt gerade. Okay, ich dachte, es geht schneller mit dem Ball of Bandages. Kein Tinted Rock. Keine Herzen. Wir haben nicht mehr viel. Wir haben nicht mehr viel Weg. Wir haben wirklich nicht mehr viel Weg. Hör auf damit. Gib mir Herzen, danke. Okay. Okay, 2,5 rote Herzen plus ein Soul Heart plus die Resistance Rune. Wir haben ganz am Anfang noch rote Herzen. Ganz kurz, also der Weg muss sein, damit wir auf der sicheren Seite sind. Und hier haben wir ganz kurz rüber geguckt. Hier ist auch kein Tinted Rock. Das ist einfach... Ich habe keinen einzigen gesehen. Wir haben so viele Räume mit so vielen Steinen. Das ist leider ein bisschen traurig. Oder liegt das an mir? Naja. 4 Herzen plus ein Soul Heart plus die Rune. Das heißt, wir stecken 4 Hits ein, droppen die Rune und haben maximalste Zeit, um Mom zu töten. Mehr müssen wir in dieser Challenge nicht schaffen. Wenn wir das gemacht haben, haben wir die Challenge erfolgreich geschafft. Das wäre halt echt gut. Okay, komm, go, go. Recht, wie wir sie richtig damagen sollen.
Oh nein! Oh. Die geht viel zu langsam hoch. Das ist witzlos. Wir müssen provisorisch Bomben droppen. Das funktioniert und wir können die auf jeden Fall jetzt nehmen, bevor wir jetzt wirklich sterben. Jawohl! Es geht doch! Jawohl, das war die Dienst-Challenge, Freunde! Wir haben es geschafft! Kurz die Steine nochmal mitnehmen. Und das Polaroid können wir mitnehmen. Wir haben es geschafft! Das war die Beans-Challenge! Und damit kriegen wir den Burnt Penny! Und wir gucken nochmal ganz kurz. Nächsten Sonntag gehen wir dann an Challenge Nummer 14. It's in the cards. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben noch so viele coole, sich cool anhörende Challenges. It's in the cards. Slow Roll. Computer Savvy. Waka Waka. The Host. Purist. XXXXXXXXL. Speed, Blue Bomber, Pay to Play, Half a Heart, I Rule, Brains, Pride Day, Honored Streak, The Guardian, Back Ass Wars, April Fools, Pokemans, Ultra Heart und Pong. Ich bin, die hören sich alle sehr interessant an. Ich bin sehr gespannt, was da noch so kommt. Aber nächste Woche beginnen wir erstmal mit It's in the Cards. So. Und bis dahin wünsche ich euch eine traumhafte Woche. Vielleicht sehen wir uns ja schon früher zum Greedy Wednesday oder zum normalen Run am Samstag. Ich würde mich freuen. Aber ich wünsche euch dennoch trotzdem eine wunderschöne Zeit. Bis dahin, wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich wieder. Ich wünsche euch was. Euer Matze. Macht's gut. Ciao.